Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kleiner Nachschlag zum Video über die 70-Jahr-Wochen. Merkt ihr, wie Daniel uns geradezu anbrüllt, dass das Römische Reich nicht gemeint ist? Der schreit uns an. Lauter geht's eigentlich kaum. Ja, es ist weder das Römische Reich gemeint, noch sind die Erlasse der heidnischen Könige gemeint bei der Berechnung oder Ermittlung des Beginns der 70-Jahr-Wochen. Das ist alles nicht der Fall. Der Engel hatte gesagt, hört mir zu, ja, merke auf Daniel und verstehe. Das heißt, hör zu, hör hin, verstehe, was ich dir zu sagen habe. Die Ausleger, die lesen diese Verse und dann sagen sie, ah, ja, das Gebot, wann Jerusalem wieder gebaut werden sollte. Und dann suchen sie halt in der Bibel rum nach irgendwelchen Erlassen von irgendwelchen Königen. Da war doch was mit dem Artaxerxes und was mit dem Darius und da hat doch auch der Kyros was gemacht. Und dann laufen sie los, das ist fast so wie bei der Eva im Paradies. Ja? Sie haben ein Wort Gottes gehört, von einem Engel gehört. Sie haben ein Wort Gottes gehört, von einem Engel. Aber sie hören nicht hin. Sie verlassen sich dann wieder auf ihren eigenen Verstand und auf ihre eigenen Sinne. Und alle die Berechnungen, die wir finden, egal wo das ist, und ich zeige in dem nächsten Clip auch nochmal, was die Wuppertaler Studienbibel dazu schreibt. Ja? Ich mache das deswegen, weil die Wuppertaler Studienbibel ein, oder vielleicht das Standardwerk im deutschen evangelischen Raum ist, für die Auslegung der Bibel. Ja, die ist auch wertvoll, da kann man auch ganz, ganz viel rausfinden. Aber ich zeige auch mal, wie das da ausgelegt wird und wie hilflos man eigentlich ist bei der Berechnung dieser Fristen, die da auftreten. Dann rechnet man halt von Artaxerxes und rechnet das dann um auf 365 statt auf 360 Tage, obwohl der Engel überhaupt nichts davon gesagt hat, dass man das in Tage umrechnen müsste. Der spricht halt von 70 Jahrwochen und die sind verordnet für die Heiden, nein, für dein Volk Daniel und für die Heilige Stadt und für sonst niemand und nicht für die Heidenvölker und selbst wenn es 2000 Jahre dazwischen liegen würde. Ja. Dann fängt man an und rechnet dann von Darius aus oder von Kyros aus, dann wird das Edikt vom Kyros dann verlegt auf andere Jahreszeiten. Dann weiß man nicht genau, ist jetzt Jesus 7 vor Christus oder 6 vor Christus oder 4 vor Christus geboren. Manche sagen, er ist 1 vor Christus geboren, also da hat man gar keine klare Jahreszahl. Ja, man weiß das nicht, man vermutet das, man rechnet das hin, man rechnet das her und versucht das irgendwie zusammenzubauen. Ja. Dann gibt es halt die große Frage, wurde Jesus im Jahr 30 gekreuzigt oder im Jahr 33 oder jetzt im Jahr 32, weil mit dieser trickvollen Rechnung, die man sich dann da antut, indem man diese 483 Jahre umrechnet in Tage, also mal 360 Tage und teilt die dann durch 365 Tage, weil wir heute 365 Tage haben in unserem modernen Jahr, glaubt man dann da taggenau zu bestimmen. So leicht ist das aber nicht, da müssten ja auch Schalttage mit rein. Die Schalttage gab es im Römischen Reich aber noch nicht. Ja, das waren ganz andere Zeitrechnungen. Da kommt man über verschiedene Zeitrechnungsphasen. Also da muss man sehr genau ermitteln. Dann ganz davon abgesehen, dass diese Fristen alle, ja, die sind halt hingerechnet worden. Ja? Und weder weiß man, wann Christus geboren wurde. Ja, das weiß man nicht genau. Das sind verschiedene Jahreszahlen, wie gesagt, 7 vor Christus, 4 vor Christus, 1 vor Christus. Man weiß nicht genau, wann Jesus Christus gestorben ist. Das kann im Jahr 30, das kann im Jahr 33, das kann im Jahr 32 sein. Das heißt, diese Jahreszahlen, die sind halt nicht eindeutig. Und dann geht man ohnehin davon aus und setzt das halt voraus, dass der Gesalbte, der kommen soll, Christus sein muss. Ja? Und deswegen, das ist der einzige Grund, wählt man den Erlass von Artaxerxes, der aber der letzte war. Denn auch Kyros und Darius haben schon Erlasse losgegeben. Ja, ich weiß, Kyros halt nur für den Tempel, genau. Ja,
Aber trotzdem nimmt man den letzten Erlass, der dort erwähnt wird, einfach und allein und nur deswegen, weil man den irgendwie hinrechnet auf das Todesjahr Jesu, was man ohnehin nicht genau weiß. Oder auf den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. Ja? Manche rechnen bis auf Christi Geburt, geben dann aber schnell auch wieder zu, dass sie nicht genau wissen, in welchem Jahr das war. Das ist alles nicht sauber. Wenn man das Kapitel liest, das Daniel gelesen hat, und mal genau hinhört und mal aufmerksam ist und mal einfach stille wird und sagt, was lese ich denn da? Was betet denn der Daniel? Was sagt er denn, dass er gelesen hat? Was sagt der Engel? Wie begrüßt er denn David? Wie spricht er denn an? Worauf nimmt der Engel Bezug? Was kann das gewesen sein in dem Kapitel, das Daniel ja ganz offensichtlich zitiert in Daniel 9? Da muss man erstmal still werden. Und da muss man erstmal nachdenken. Und wenn man lange nachgedacht hat, dann betet man mal darüber. Dann denkt man nochmal nach. Und mehrfach nachzudenken und auch mehrfach zu beten, schadet bei dem Thema nicht. Oberflächliche und voreilige Schlüsse oder Kritiken dazu äußern, das ist dumm. Denn das Thema ist ja ohnehin schon sehr umkämpft. Und da gibt es ja 25 verschiedene Auslegungen zu. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, ich weiß es nicht. Es gibt ganz, ganz viele. Jeder hat da irgendwas angesetzt. Ja? Es lohnt sich also nicht, darüber zu streiten. Was sich lohnt, ist, am Text entlang zu gehen, genau zu analysieren, genau hinzuhören, die Dinge mal hin und her zu bewegen. Und wenn man dann zu einem guten Schluss gekommen ist, dann betet man nochmal. Und dann denkt man nochmal nach. Und dann wartet man nochmal, bis Zeit ist. Und dann veröffentlicht man. Und dann weiß man aber, wovon man spricht. Dann kann man auch Antwort geben, wenn jemand vielleicht auch berechtigte Kritik hat an dem Thema. Ja? Aber Daniel schreit uns geradezu an und sagt, Leute, ich meine nicht Rom. Ich meine nicht das Römische Reich. Ich meine auch nicht das Kommen Christi. Ich meine Antiochos Epiphanes und Kyros. Die meine ich, die beiden. Das Antiochus ist der Nukleus der Daniel-Prophetie. Warum? Weil er sich wiederholt. Weil der in der Endzeit kommt. Natürlich ist Christus der Herr des Wortes, das Zentrum der ganzen Bibel, gar keine Frage. Aber jetzt eben halt mal nicht in Daniel. Ja. Christus hat Daniel das Kapitel 11 und 12 gegeben. Ja, Daniel tut in Kapitel 10 Buße, da kommt jemand wie ein Mensch gestaltet, der kommt dann zu David und der ähnelt sehr dem auferstandenen Christus in der Offenbarung. So kommt Christus auch in Daniel vor, ja. Aber nicht in Daniel 9. In Daniel 9 werden zwei Könige, zwei Fürsten eigentlich, sagt der Engel, ja, zwei Gesalbte, die werden angekündigt. Wer denn? Kyros? Denn der kam nach 7 Wochen. Das können die anderen mit ihren Theorien nicht machen. Die rechnen immer 69 Wochen und die können nicht sagen, was nach 7 Wochen gewesen ist. Ja, die erzählen dann was davon, ja, da war Jerusalem immer noch nicht gebaut oder da war Jerusalem gebaut oder aber da war nur der Tempel gebaut und die Stadt noch nicht und die Stadtmauer noch nicht fertig oder Stadtmauer fertig. Ja, das wird so hingewuschelt. Der Engel sagt aber, nach 7 Wochen kommt ein Gesalbter, nach 7 Wochen kommt ein Fürst. 49 Jahre nach dem Wort, dass das ausging, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte, sollte ein Fürst, ein Gesalbter kommen. Und wenn man 69 Wochen von dem Artaxerxes rechnet, dann kann man nicht beantworten, dass nach 49 Jahren irgendein Gesalbter gekommen wäre. Ja? Da ist niemand gekommen. Das passt nicht. Das kann man getrost verwerfen. Ja? Das passt nicht. Denn die Antworten sind halt einfach nicht da. Die Frage ist aber die, ob wir richtig zugehört haben. Glaubt ihr, dass das schon alles war, was der Engel zu sagen hatte? Glaubt ihr, dass das schon alles war? Oder könnte man bei genauem Hinhören und Stille sein noch etwas finden? Etwas, was bislang noch nicht berücksichtigt worden ist. Etwas, was noch fehlt. Vielleicht sind wir zu früh aufgestanden
und weggegangen von dem Gespräch des Engels, und der Engel war noch gar nicht fertig. Vielleicht hatte der Engel noch was zu sagen dem Daniel. Ich glaube, dass der Daniel bis zum Schluss zugehört hat. Aus seiner Perspektive war es sehr schwer, das alles zu verstehen, auch wenn er Kyros persönlich kannte, ja. Denn Daniel hat ja auch gerechnet von 605 vor Christus, weil er kommt damit auf das Jahr 635. Er schreibt dieses Kapitel 9 im Jahr 639, da waren es noch 4 Jahre, bis die 70-jährige Gefangenschaft zu Ende war. Ja? Also für das Ende der 70-jährigen Gefangenschaft rechnet er ja auch von 605 vor Christus. Ja? Und vom gleichen Zeitpunkt rechnen wir dann auch nicht von Xerxes 445, ja? Sondern wir rechnen von 605. Denn da begannen die 7 Jahrwochen zu laufen, da begannen die 62 Jahrwochen zu laufen, und von dort an zählte auch die 70-jährige Gefangenschaft. Ja, also dieses Jahr 605, das kann man nicht so einfach beiseite wischen, kann man nicht machen. Aber hat der Engel noch was? Gibt es noch etwas, was wir übersehen haben? Denn die Frage lautet ja, und damit schließe ich dann auch, was haben Antiochos Epiphanes und Kyros gemeinsam? Denn die beiden werden ja bei den Fristen genannt. Warum nennt der Engel Gabriel gerade und ausgerechnet Kyros und Antiochos Epiphanes? Denn Kyros kam nach 7 Jahrwochen und Epiphanes kam nach 62 Jahrwochen. Was ist an den beiden so besonders? Was haben die gemein? Ja? Was verbindet die beiden? Und was meint der Engel da? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich bete noch ein bisschen und denke noch ein bisschen nach. Und dann veröffentliche und dann tauschen wir uns da wieder aus. Ja? Freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Wünsche alles Gute, Gottes Segen. Gottes Wort ist wahr. Bis dann. Ciao.